Sonst ist jetzt der Mann, der heute für das Heute-Journal verantwortlich ist, der Redaktionsleiter Wulf Schmiese. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, freue mich. Wohl, für dich ist das Ganze ja ein bisschen Heimspiel hier im MoMA-Café. Du warst ja jahrelang MoMA-Moderator. Jetzt bist du, wie gesagt, beim Heute-Journal als Redaktionsleiter. Und da möchte ich gleich mal einen Satz zitieren von Wolf von Lojewski, einer der ersten Heute-Journal-Moderatoren, der gesagt hat, Moderatoren werden älter, aber Nachrichtensendungen nie. Stimmt das? Da hat er absolut einen Treffer gesetzt. Er ist übrigens gerade 80 geworden. Das wurde auch groß gefeiert. Super fit, Wolf von Lojewski dort. Aber er hat recht, was er sagt über das Format. Und das, finde ich, ist der Unterschied zwischen modern und modisch. Das Heute-Journal ist modern geblieben, auch wenn wir die Bilder, die wir gerade gesehen haben, jetzt ein bisschen old finden vor 40 Jahren. Aber die Idee, das Konzept, dass das eine moderne Sendung ist, die im Grunde immer schon Avantgarde war in der Art, wie sie gemacht wurde und immer noch als modern gilt. Sie ist nie modisch geworden. Sie macht nicht sozusagen in einer Zeit, wo wir denken, alles muss viel schneller, zack, zack, zack gehen, 140 Zeichen bei Twitter oder 280 möglichst nicht erreichen, ist das Heute-Journal eine Sendung, wo man auch mal durchatmet, wo man sich mal die Zeit nimmt und das klassische Format hat. Und deswegen finde ich, hat diese Sendung ihre Klasse bewahrt, auch wenn sie sich natürlich der Zeit immer ein bisschen angepasst hat. Aber im Kern ist es eine moderne Sendung geblieben. Du hast gesagt, das klassische Format ist beibehalten worden. Auf der anderen Seite, weil du auch angesprochen hast, hat sich viel geändert in den letzten 40 Jahren, allein durch die sozialen Medien. Und jetzt auch aktuell gibt es immer wieder Vorwürfe von sogenannten Fake News. Wie geht denn das Heute-Journal damit um? Wie hat sich die Arbeit des Heute-Journals dadurch verändert? Vielleicht auch. Also wir nehmen ernsthafte Kritik natürlich ernst. Das Heute-Journal ist ein Format, was alle unsere Zuschauer ermöglichen. Weil alle sozusagen ja sich auch beteiligen an unserem Sender, wie wir wissen, beim öffentlich-rechtlichen System. Und deswegen haben die natürlich ein Recht zu sagen, ehrlich gesagt, da wart ihr nicht korrekt und so weiter. Da gehen wir darauf ein und nehmen das ernst. Was es aber auch gibt, sind natürlich viele Latrinenparolen, die so ein Gebrüll, ein Geschrei, wir wollen das alles nicht. Vielleicht, weil sie auch genervt sind von der Zeit, von der Politik, von den Flüchtlingen, was auch immer sozusagen dazukommt. Und das kommt natürlich auch bei uns ein Stück weit an. Das ist so ein bisschen die Litfaßsäule anspucken. Wir haben keine Lust auf diese Typen. Und da sind wir relativ, sag ich mal, auch cool bleiben. Zu sagen, das geht jetzt nicht sozusagen an die Substanz dieses Formats. Da machen die Kollegen, das sind 40 Redaktionskollegen, einen sehr, sehr anständigen Job. Und das kann ich jetzt wirklich beurteilen, weil ich es dort erlebe. Und die nehmen ihre Aufgabe ernst. Und das finde ich irgendwie gut. Und das machen sie auch weiter. Wie sieht denn überhaupt so ein Redaktionsalltag bei euch aus? Wir haben morgens um 10 die erste Konferenz. Dann reden wir mit entweder Klaus Kleber oder Marietta Slomka, manchmal auch Christian Sievers, die sind dann zugeschaltet, reden grob über die Themen. Dann haben wir noch verschiedene Treffen im Laufe des Tages und dann geht es eigentlich richtig ans Eingemachte, so ab 2:30. Da ist dann eine große Redaktionskonferenz, da sitzen wir dann alle zusammen und dann gehen wir die Themen durch, die wir am Morgen schon angesprochen haben, überlegen, mit wem wollen wir am Abend sprechen, was ist unser Aufmacher, also das erste Stück, womit gehen wir rein, was ist unser Schwerpunkt und dann diskutiert sozusagen auch eine wahrscheinlich auch politisch breite Masse. Ich weiß nicht, was meine Kolleginnen und Kollegen wählen, aber im Grunde ist das sozusagen ein bisschen Deutschland am Tisch, was da sitzt. Der eine sagt dies, bedenkt das. Unsere Meinung spielt dabei aber keine Rolle. Aber immer die Gegenmeinung, die man haben muss für ein Gespräch. Und das darf ein Zuschauer, glaube ich, auch nicht missverstehen. Wenn der Moderator Klaus Kleber oder Marietta Slomka zu etwas Nein sagt, wo der Interviewte Ja sagt, oder wenn der Interviewte Nein sagt, sagen sie Ja. Also man will immer die Gegenposition, das ist eine journalistische Technik, um den anderen aus der Reserve zu locken. Und darum geht es. Es ist nie die eigene Gegenposition. Wir wissen gar nicht, was Klaus Kleber oder Marietta Slomka wählen. Interessiert uns auch nicht. Ja? Also darum geht's. Vielen Dank für diese Einblicke und das Gespräch. Wolf Schmiese, Redaktionsleiter des Heute-Journals. Das Heute-Journal wird genau heute 40 Jahre alt. Vielen Dank. Vielen Dank. War schön, hier zu sein. Danke.